Hallo meine lieben Mittelalterfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Kingdom Come Deliverance. Ich möchte heute mal was ausprobieren, weil ich schon seit mehreren Folgen so ein bisschen mit mir hadere, wie man in diesem Spiel hier eine zweihändige Waffe führt. Also wir haben ja hier unser Schwert, wie heißt das Ding nochmal? Schwert des Herodes. Das ist nach der eigenen Info ein Langschwert. Jetzt habe ich im Internet geguckt. Ein Langschwert ist ein Schwert, das normalerweise zweihändig geführt werden sollte hier in diesem Spiel. Irgendwie bin ich gerade eben schwerwiegend verwirrt. Ich habe keine Ahnung warum. Vor allem... Jetzt bin ich gerade eben beim Gucken. Hä? Sachs, hä? Was ist denn da gerade los? Waffe weg. Waffe hin. Also wir haben ja eigentlich die Werte, die man für diese Waffe braucht. Warum ist es jetzt rot hier? Muss ich mal gucken. Was ist das hier? 48, 81, 3. Okay, weil es gleich ist. Also eigentlich sollten wir diese Waffe hier anderthalbhändig führen. Ich möchte das gerne mal probieren. Ich muss jetzt bloß erstmal irgendwo jemanden finden, mit dem ich das hier trainieren kann. Denn ich würde gerne diese coolen Moves, die wir gelernt haben bei Hauptmann Bernhard, einfach mal auch mal im Kampf einsetzen. Weil ich glaube, um Gegner schnell niederzukämpfen, sind diese perfekten Pariermomente sehr, sehr gut, weil man den Gegner dann halt umlenkt und ihm dann in den Rücken schlagen kann und so weiter und so fort. Und genau das würde ich eigentlich jetzt gerne mal... Ich frage mich, was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Letztes Mal hatten wir Spaß. Was? Aufgabe abgeschlossen? Was? Was ist jetzt los? Ich sollte sie also jetzt nochmal besuchen. Ich wollte gerade andere Dinge tun. Liebeswerben. Besuche Theresa. Oh Mann. Also gut, wir besuchen Theresa. Gut, dann machen wir das halt nachher mit dem Schwert, nachdem wir geturtelt und getaubt haben. Na gut, wo ist sie denn? Hallöchen, Schätzchen, hier kommt ein Ritter. Oder so, in der Art. Da ist ein bisschen Kermit der Frosch mit drin. Wo ist sie denn, die Gute? Erstmal absteigen. Wir sind ziemlich hungrig, wie ich gerade eben sehe. Heiliges Blechle. Ich stelle jetzt gerade eben fest, dass wir... Oh, Gott sei Dank. ...uns hier gut satt essen können. Und auch müssen. Echt jetzt? Jetzt muss ich... Kannst du sagen, jetzt muss ich hier laden oder was? Wo ist jetzt Theresa? Jetzt ist auch unsere Ausdauer oben. Die sitzt hier. Was ist denn das da oben? Irgendwie ein Gebüsch. Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Jetzt geht es leider nicht. Komm am Abend wieder, ja? Wie dreckig ist die denn, um Himmels Willen? Habt ihr das gerade gesehen? Oh, pass auf, wo du hingehst. Entschuldigung. Boah Gott, wo warst du, Mädel? Bist hier direkt neben eines Wasser und sie sitzt da und gefühlt hat sie Kohlen geschleppt und nicht Mehl. Also ich hätte jetzt eine weiße Farbe erwartet, die ihrem Gesicht hängt. Aber nicht so was Schwarzes, Rusiges. Ja. Ist ja jetzt nicht unbedingt so, dass sie am Bäckerofen wäre oder so. Okay, also aus irgendeinem Grund ist jetzt hier gerade eben die Quest losgegangen, von wegen, ja, besuche Theresa. Oh, das ist in die nächste Stufe gegangen. Aber jetzt soll ich abends kommen. Ist das eine Anspielung? Wir wissen es nicht. Wir werden nicht darauf eingehen. Wir sind hier schließlich im Mittelalter und so etwas geziemt sich schlicht und ergreifend nicht. So, Galöppel, Galöppel, Galöppel. Ich könnte natürlich auch noch hier weitere Faustkämpfe machen, aber ich habe bis jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass diese Faustkämpfe mich hier irgendwie weiterbringen. So. Wie gesagt, ich möchte jetzt am liebsten mal unter kontrollierten Bedingungen testen. Das bedeutet, dass ich zu Hauptmann Bernhard gehen werde und da einfach mal mit der Blankwaffe übe. Ich meine, ich brauche einen... Gegner, damit das funktioniert. Das ist das Problem. Leider gibt es keine Dummies in dem Spiel. Es gibt halt einfach keine Dummies, an denen man rumtrainieren kann.
Und wenn ich wissen will, ob mein Schwert, das ich gerade eben habe, dieses Langschwert, für diesen Kampfstil geeignet ist, muss ich nun mal mein Schwert benutzen. Es sei denn, ich kann hier mal eine andere Waffe auswählen beim Training. Warte mal. Ich probiere es jetzt erstmal so. Erstmal eine andere Waffe auswählen. Es muss ja gehen. Wie irgendwie. Geht's? Gut. Und selbst? Übung. Ich würde mal sagen, Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Ach Gott, das war das Falsche. Ich will ein Meister werden. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Du benötigst ein umfassendes Vorwissen, um ein Meister zu werden. Ja, ist in Ordnung. Vielleicht ein andermal. Ich denke darüber nach. Moment, ich möchte... Ich muss natürlich erst nochmal mit Holzschwertern üben. Ich würde gerne ein bisschen mit Holzschwertern üben. Gut, lass uns anfangen. Mit welcher Waffe möchtest du üben? Ich habe ein Bastardschwert, ein Kurzschwert, Stangenwaffen. Du entscheidest. Bastardschwert ist ja genau das, was ich eigentlich will. Kurzschwert, Axt. Ich möchte mit meiner Waffe... Ich weiß nicht, ob meine Waffe jetzt als Bastardschwert durchgeht. Ich habe kein Kurzschwert, ich habe ein Langschwert. Was zur Hölle ist das? Ich muss noch mal darüber nachdenken. Ah, die Launen der Jugend. Aber gut, du findest mich irgendwo hier. Naja, hier vor allem. So, mit echten Waffen üben. Ich möchte üben, aber mit richtigen Waffen. Da ist aber jemand großspurig. Aber ich mag es, wenn ein Mann Feuer im Blut hat. Mit einem Holzschwert lernst du nicht annähernd so viel wie mit einem echten. Den alten Meistern zufolge ist nur der ein wahrer Lehrling, der die Klinge mindestens einmal zu spüren bekam. Manche meinen, man solle sogar dem Tod die Hand schütteln. Aber das ist Blasphemie. Lass uns anfangen. Keine Angst, ich bringe dich schon nicht um. Aber falls du verletzt wirst, musst du dich selbst versorgen und mit den Folgen leben. Mit welcher Waffe möchtest du üben? So, das haben wir ja genau die gleiche blöde Aufteilung. Oh Mann. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Ah, die Launen der Jugend. Aber ja gut, dann machen wir es halt anders. Wir werden uns draußen irgendwie einen Trottel suchen, an dem wir üben können. Irgendjemand wird schon dumm genug sein und gegen uns kämpfen. Wo ich gerade eben dabei sind, dumm genug und so weiter und so fort. Ich bin momentan dumm genug, mein Zeug mit mir rumzuschleppen. Ich muss mal gucken, ob ich nicht alles schon verkauft habe. Ja, ich habe nämlich noch ein Jagdschwert am Start. Und was sagt jetzt hier? Ich habe so viel Zeug dabei. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich dachte, das hätte ich schon längst gemacht. Habe ich das vergessen in der letzten Folge oder hatte ich da keine Zeit? Ich glaube, ich hatte keine Zeit. Dann gehen wir halt jetzt verkaufen. Machen wir es ausnahmsweise mal am Anfang. Muss ja auch mal gemacht werden, ne? Ich meine, die Taschen sind voll und sie wollen geleert werden und so weiter und so fort. So, jetzt gucken wir mal. Was hat der Gaul dabei für Reihzeug? Der Eibenjagdbogen. Genau, das sind alles so Sachen, genau, die wir jetzt rübernehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das schon mal verkauft hatte. Bin mir aber gerade nicht sicher. Oh Gott, was alles drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich war davon ausgegangen, dass wir das alles verkauft haben, aber vielleicht begehe ich auch gerade eben einfach nur den doppelt und dreifachen Fail. Weil es ist halt eine neue Aufnahmesession und ich weiß es einfach gerade nicht mehr. Glück aber, und Gesundheit. Aber eigentlich hätte es gespeichert, ne, normalerweise. Hä? Den Dialog haben wir doch auch schon geführt. Moment, ich möchte noch was gucken. Laden. Liebesorben, Klötze am Fluss. Ich würde mal behaupten, dass das der richtige ist. Keine Ahnung, Leute. Es muss der richtige sein. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie gesagt, ich dachte, ich hätte das schon, das Gespräch schon geführt. Und? Bist du mit deiner Köchin zufrieden, Meister Hagen? Zufrieden? Es ist der reinste Albtraum. Was ist denn los? Ich habe sie nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt. Kochen kann sie ja. Ihr Essen ist vorzüglich. Aber ihre Geschichten... Geschichten? Predigten trifft es eher. Über ja, das haben wir doch schon gehört, um Himmels Willen. Und sie erlebt... Also,
Naja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Jetzt bekomme ich 5 Groschen? Selbstverständlich. Na gut. Seht ihr, was ich meine? Das hatten wir doch schon. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was hier gerade eben los ist. Aber es ist mir auch egal. Ich verkaufe das jetzt hier einfach. Ich will diesen Bogen hier dann haben, diesen Eibenjagdbogen. Ah, diesen Eschenlangbogen. Den will ich haben. Ups. Völlig falsche Waffe, ja genau. Der hat auch leider nicht allzu viel Geld, wie ich gerade eben feststelle. Also muss ich irgendwie was in Retour kaufen. Holzkohle, Questgegenstand, Nahrung, Gegenmittel, Retterschnaps. Ja, ich nehme alle 3 Retterschnaps. Das reduziert schon wieder den Ringelblütenaufguss, nehme ich auch alle 5 mit. So, dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal eine Situation, die mir gefällt. Dann du zahlst 2, rüber und rüber. Er hat echt nicht viel Geld. Und dann noch das Jagdschwert. Nee, das hier vielleicht noch. So die Hälfte von den... Kann ich das eigentlich hier rüberziehen? Ja, also. Ja, einfach erledigen. Passt. So, Dilla. Dann komm mal mit, Päppelschen. Wir müssen das andere Zeug ja auch noch verkaufen. Wie gesagt, der Gaul ist voll. Wenn ich jetzt hier wieder jemanden besiege, haben wir das Problem, dass wir die Kohle... Och, Mann. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe schon gehört, dass das Spiel manchmal nicht speichert. Aber ich habe das bis jetzt für ein Gerücht gehalten. Gott, ich habe 5 Bürgerschwerter. Ich meinte echt, dass wir das alles schon hatten, aber... Stachel will ich behalten. Gewöhnlichen Reitersporn. All das will ich natürlich verkaufen. Keine Ahnung, wie es dazu jetzt gekommen ist. Also, ihr könnt mich ja aufklären, ob ihr jetzt auch ein mega krasses Déjà-vu habt, so wie ich gerade eben. Dass ihr der Meinung seid, hey, das haben wir doch schon gemacht. Ich bin mir gerade eben nicht mehr sicher. Aber das wäre der seltsamste Tagtraum seit langer Zeit. Dass genau das passiert, was ich schon mal gemacht habe. Verkaufen. Okay, das Bürgerschwert. Alle 5, genau genommen. Dann hier das Jagdschwert. Kommandische Schild. Der hat so viel... An die 3K erinnere ich mich, glaube ich, auch noch. Ritterjagdschwert. So. Schwerer Schild. So wie Schwert des Jägermeisters. Richtig wertvolle Sachen. Gut, ja. 1,2. Machen wir jetzt einfach. Bin ich zufrieden. Dann gehen wir rüber zu dem anderen Kollegen. Frisches Brot von heute Morgen. Also wie gesagt, das war jetzt keine Absicht, was jetzt hier passiert ist, Leute. Das hat mich gerade schwer verwirrt. Vor allem, es ist doch morgen gewesen. Aber irgendwie... Hallo, Heinrich. Ganz seltsam. Heinrich. Ganz seltsam. Beste Grüße. Das reißt ja noch leider so ein bisschen aus der Welt raus, wie ich finde, wenn sowas passiert. So, Waffen haben wir hier nichts mehr. Dann hier der gefärbte Plattenwams hat 18 Rüstungen. Das ist ein ziemlich gutes Teil. Schade, dass wir schon was Besseres haben. gewöhnliche Reitersporen weg mit, auch weg mit. Hemd der Herrin natürlich nicht. 2 kumanische Armschienen. Der hat 6,4K, Leute. Der Händler, ey, der macht einen Reibach. Ich glaube, der macht modische Schlappen. Oh. Die behalten wir. Die behalten wir definitiv. Jetzt hier der Shishak, Warhorse. Ah, das sind die Warhorse-Sachen, die wir gefunden hatten. Ja, zu dumm, dass die halt... ja, aber die verkaufe ich nicht. Guckt euch das mal an, ne? Im Ernst, die sind ja auch nichts wert. Die sind nichts wert. Ich will die nicht verkaufen. Ganz im Ernst, ich werde jetzt nicht feilschen. Wir haben jetzt 5,4K, was soll's. Wir sind jetzt auch nicht mehr überladen. Uns geht's gut. Wir haben genug Geld. Und jetzt können wir gucken, was wir machen. Endlich, meine Fresse. Das hat gedauert. Das Brot kann ich gleich mal wegschmeißen. Fallen lassen. Weg mit.
Brokatstoff, an wen kann ich das denn verkaufen, um Gottes Willen? Ich habe auch immer nur diesen blöden Hufkratzer, weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich hasse Spiele, bei denen, also ich hasse jetzt nicht dieses Spiel, aber ich hasse es an Spielen, wenn Quest-Items nicht verschwinden. So, Liebesarm, das neue Herbarium, ruheloser Geist. Ach so, ich soll jetzt da noch rausfinden, ob das geholfen hat. Ja komm, das ist der nächste Tag. Dann reiten wir jetzt halt nach Ledetschko. Wir sind immer noch ziemlich hungrig. Vielleicht können wir dort noch irgendwie aus dem Topf essen. Also irgendwie ist früher unterwegs deutlich mehr passiert. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass ich die Räuber weggehauen habe, ne? Es gibt ja keine Räuber mehr. Also zumindest hier in der Gegend nicht. Ich will halt am liebsten jetzt bei Tallenberg mich um diese Kumanen kümmern, aber Kumanen sind teilweise wirklich harte Gegner, vor allem wenn man alleine gegen sie kämpft. Ich traue mich das schlicht und ergreifend noch nicht. Gebe ich zu. Ich traue mich das gerade noch nicht. Ich wette, das hat nicht geholfen. Ich wette, die Alte spinnt immer noch irgendwas in dem Geist oder so. Nun, hat das geklappt? Ist der Geist fort? Aha, da bist du ja. Dein Glück, dass du von allein gekommen bist. Nein, nichts hat geklappt. Der Geist war da, wie immer. Und ich habe kein Auge zugetan. Heißt das, ich bekomme keine Belohnung? Ich bezahle dich für Ergebnisse, Junge, und bisher gibt es keine. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass die Altweibergeschichten Unsinn sind. Geh zum Apotheker Konjasch in Ratai. Er kennt sich mit Magie aus. Okay. Ein Schlaftrunk vorschlagen oder gut, ich gehe zu ihm. Ach, wisst ihr was, warum nicht? Also gut, ich gehe zum Apotheker. Hoffentlich weiß er etwas, das gelingt. Meine Güte. Ganz im Ernst, ich glaube, die spinnt nur, die Alte. Oder irgendjemand spielt ihren Streich. Ich meine, das hier ist ein vernünftiges Spiel. Das ist ein mittelalterliches Spiel. Wenn jetzt hier Geister auftreten, nee, ganz im Ernst, dann fange ich an, aber wirklich... dann werde ich selber paranoide. Also zurück nach Ratai zum Apotheker. Wir reiten einfach wieder zurück und sind langsam aber sicher hungrig. Ich könnte echt mal was vertragen in dem Spiel. So, da sind wir. Schwarzer Bildschirm aus der Hölle. Wie eh und je. Und dann... Wir werden wahrscheinlich heute nicht kämpfen, wenn das so weitergeht. Ich hätte so gern kämpfen geübt. Aber momentan sieht es eher nicht so aus. Oh, da wär, schütze dich, Heinrich! Da wäre was zum Essen. Ach ja. Wir werden einfach auf dem Weg nach draußen da mal ein bisschen reinziehen. So, ich war noch nie beim Apotheker hier. Da waren wir noch nie drin. Ja, das ist er hier. Da waren wir noch nie. Guten Tag, der Herr. Der heißt auch nur Apotheker. Oh Gott, was ist alles hier in den Gütiger rumsteht. Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Oh, danke. Ich fühle mich wie neugeboren. Freut mich, das zu hören. Weißt du etwas darüber, wie man rastlose Seelen los wird? Du meinst von Toten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wer fragt. Ich möchte nicht der Ketzerei bezichtigt werden. Ah, bist du von der Inquisition? Nein? Oh gut, dann habe ich was für dich. Das hat ja schon fast das Niveau hier von Dingens, wie heißt's? Leben des Brian so ein bisschen... Ach komm schon, Konjasch. Du hast mir schon einmal geholfen, deshalb bitte ich dich abermals um einen Gefallen. Gut. Du hast recht, Heinrich. Ich werde ehrlich sein. Ich interessiere mich für das Okkulte und die Alchemie. Das sind mehr als nur Altweibergeschichten. Ich halte es für Wissenschaft. Was brauchst du denn? Ich will einer Frau aus Ledetschko helfen. Der Geist ihres Nachbarn sucht sie nachts heim. Er sucht sie Nacht für Nacht heim. Was du nicht sagst. Wie interessant. Wiedergänger, Geisterwesen, verfluchte Seelen aus dem Totenreich? So ist es. In ihrem Haus spukt es. Oh ja, so würde es wohl ein Laie ausdrücken.
Aber es gibt Zauber, mit denen man rastlose Seelen ins Reich der Toten zurückschicken kann. Genau das wollte ich hören. Kennst du diese Zauber? Nun, ich würde gern wenigstens einen davon kennen. Aber das einzige Buch, das sie lehrt, gehört leider zu den Libri Prohibiti. Keine Ahnung, was das bedeutet. Die Zauber stehen in einem verbotenen Buch. Ja. Es ist auf Latein verfasst und wird im Kloster unter Verschluss gehalten. Es heißt Liber de Mortuis Necronomicon. Oh Gott. Willst du noch mehr wissen? Ja. Ich will dieses Buch nicht haben. Wie kann ich es verhindern, dass ich das jetzt machen muss? Das Necronomicon. Nein. Aber am Ende haben wir noch den Tanz der Teufel hier. Ach komm, Neugier. Willst du, dass ich das Buch stehle? Wenn du den Geist loswerden willst, hast du keine Wahl. Wenn du mir das Buch bringst, können wir den Zauber gemeinsam wirken, wo du doch kein Latein kannst. Gut, ich beschaffe das Buch. Du findest es in der Klosterbibliothek. Aber der Weg hinein ist nicht leicht. Tatsächlich kenne ich niemanden, der bisher ohne weiteres eingebrochen und dann entkommen ist. Ich versuch's. Großartig, das wird wohl ein Langzeitplan. So viel dazu. Wir haben also einen Langzeitplan am Start, den wir so schnell nicht umsetzen können. Moment, kann ich hier meinen Damast loswerden? Hallöchen! Heinrich, schön, dass du da bist. Kann ich jetzt diesen Quatsch hier verkaufen? Nee, kann ich nicht. Mein schwarzer Google ist kaputt. Kann die das reparieren? Nee, die kann nichts reparieren. Bist du taub? Was denn? Hä? Was ist denn los? So lautet mein Befehl. Achso, er will mich durchsuchen. Ja, dann durchsuch mich. Wie du willst. Alles in Ordnung. Du kannst gehen. Keine Ahnung, was der von mir will. Wisst ihr, der kommt jetzt hier in den Laden rein. Was haben die denn in letzter Zeit, dass die mich alle schon wieder durchsuchen? Wisst ihr, ich bin der Held der Stadt. Alle grüßen mich. Heinrich, 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 Heinrich. Und der Penner kommt die ganze Zeit her und durchsucht mich, ey. Der hat doch einen Vogel. Ey, ganz im Ernst, den würde ich melden. Ich würde meine Taschen dann quasi vor dem Vogt ausleeren und würde sagen, quasi, guckt selber. Dieser Typ belästigt mich am laufenden Band. Ich habe die Faxen dicke, eure Lordschaft. In Gottes Hand, Freunde in Not. Ich weiß halt noch nicht. Warte mal, dann muss ich zu diesen anderen. Steinschlag, genau das ist die Quest, die ich angefangen habe, wo ich halt, also was, das, wo ich euch grob erklärt hatte, bei der Schlacht um das Schlangennest. Alles will uns jetzt zum Kloster führen, merkt ihr das? Egal wo wir hingehen, alle wollen, dass wir zum Kloster gehen. Das will ich nicht machen, dieses Klötze-Scheißding. Plündernde Kumanen, das ist das andere. Nimm's den Reichen, diebische Müller Peschek. Da war ich ja noch gar nicht. Der sich in dem. Ah. Da muss ich mal reinschleichen, okay? Optional besorge den Schlüssel des Rüstkammer von Talmberg. Entwende mindestens 5 Wappenröcke aus der Rüstkammer von Talmberg. Okay. Das sind ja uralte Teile. Aktuelle Aufgabe: Mehrkämpfe. Ja, findet halt nicht statt. So oder so, wir müssten also nach Talmberg. Liebeserben, Herbarium. Wir könnten auch einfach jetzt mal das machen und einfach jetzt hier diesen ganzen Quatsch einsammeln. Die Pflanzen sammeln. Hier ist das Kloster. Hier ist Sasau. Es gibt doch noch so viele Orte, die wir noch nicht... Wir könnten natürlich auch einfach nochmal auf eine Schatzsuche gehen. Was haltet ihr davon jetzt am Ende der Folge? Ich meine, wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge. Wie wäre es einfach mit einer Schatzsuche? Wo haben wir es denn sonstiges? Welches haben wir denn? Marathon. Uralte Karte 3. Die habe ich doch, glaube ich, schon angeguckt, oder? U-Schütze. 3 Mauern. Eine Windmühle links. Mal gucken. Das ist irgendwie bei U-Schütze da oben.
Wo ist U-Schütze nochmal? Okay, wir müssen nördlich von U-Schütze sein, um das zu machen. Hallo? Kann ich jetzt endlich reisen? Danke. Wir werden sehr hungrig ankommen. Ich habe vergessen zu essen. Friede, Freude, Eierkuchen. Auweia. Oh, Wanderer. Untersuchen. Was ist das für einer? Ist das wieder dieser komische Rätselhans? Den lasse ich stehen. Der ist zwar ganz nett, aber irgendwie ist er auch langweilig. Also. Hallo? Ja, es ist dieser Rätseltyp, der da schon wieder rumsteht. Für den interessiere ich mich irgendwie nicht mehr so wirklich. Da wäre Neuhof. Moment, was ist denn das hier? Achso, das ist Töten Anführer des Lagers. Das ist dieses Kommandenteil schon wieder. Nee, wir gehen dahin. Wir gehen einfach weiter. Und ich muss ja auch noch Rotschopf Bescheid geben. Ach, das habe ich alles vergessen. Aber da müssen wir sowieso hier oben sein. Was, nochmal ein Wanderer? Wie viele Wanderer hier interessant sind. Warte mal, vielleicht ist es dieser Schwertkämpfer. Dieser Ritter. Dann wäre es ein guter Trainingspartner. Holy shit. Es ist nichts dabei. Ein Dealer. Na du? Was ist denn? Du siehst wie ein weit gereister Mann aus. Und so jemanden brauche ich. Ich sag's mal so. Ich weiß, wie du an ein Vermögen gelangen kannst. An einen Schatz, wenn man so will. Und ich bin bereit, dieses Wissen mit dir für eine lächerliche Summe zu teilen. Ist doch bestimmt ein Betrüger. Die Sache klingt nicht ganz astrein. Woher weißt du davon? Also, ich habe da einem Händler geholfen. Sein Wagen steckte im Schlamm. Als Dank hat er es mir verraten. Er hat dir erzählt, wo er Geld versteckt hat? Ganz bestimmt. Nun ja, zu dem Zeitpunkt war er nicht ganz lebendig. Was? Was? Ich will sagen, ich fand ihn tot in seinem Wagen. So haben mein Vetter und ich den Wagen befreit. Und wie ich den Händler zur letzten Ruhe betten will, rutscht meine Hand versehentlich unter seinen Rock. Und ein Pergament verirrt sich in meine Finger. Leichenflatterer. Hast eine blühende Fantasie. Oh Mann. Ich verstehe das nicht. Warum holst du dir den Schatz nicht selbst? Ganz ehrlich, ich werde daraus nicht schlau. Es ist ein Pergament mit irgendeinem Gekrakel. Solche Dinge liegen mir einfach nicht. Es könnte also wertlos sein. Nein, nein, es führt zu einem Schatz. Das schwöre ich. Woher soll er das wissen? Ach, egal. Wilde Geschichte. Aber ein Versuch wert. Ausgezeichnet. Hier, nimm das. Und viel Erfolg auf deiner Suche. Ich könnte einen Happen vertragen. Ja, definitiv. Ja gut, wir haben nochmal eine Schatzkarte, aber wir sind ja bereits auf einer Schatzsuche. Und zwar müssen wir dafür nördlich von U-Schütze kommen. Da sind wir fast schon da. Ich bin gerade immer am Gucken, ob es nicht vielleicht sogar Sinn macht jetzt. Wisst ihr was, wir reiten das einfach mal selber. Wenn ich jetzt mal diese... Die rechte Route muss ich nehmen. Dann würde ich einfach mal sagen, liebe Leute, wir machen einfach beim nächsten Mal weiter, ne? Ausnahmsweise. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüssi. Und ade.